Es ist wieder Sonntag früh und ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Das heißt nur eines, es gibt wieder Wettkämpfe in 2024. Auf dem Weg dorthin bin ich am Stadtpark bzw. am Planetarium da ganz hinten vorbeigekommen und das hat wunderschöne Erinnerungen an den Stadtpark-Triathlon wachgerufen. Da freue ich mich dieses Jahr ganz doll drauf. Ich bin auch an meinem Lieblingsstreckenabschnitt der Radstrecke vorbeigekommen. Das ist dieser hier. Fand ich richtig schön. Angekommen am Steilshoper Campus ging es für mich in das dritte Rennen der Winterlaufserie oder der Bramfelder Winterlaufserie. Die ersten beiden Rennen habe ich zugegeben nicht mitgemacht, weil ich einfach mit der Eröffnung meines eigenen Fitnessstudios bzw. meines kleinen Personal Training Studios viel zu tun hatte und überhaupt keine Zeit zum Training hatte. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, heute dabei zu sein. Ich habe erstmal meine Startunterlagen geholt, den Chip angebracht und habe probiert, so lange wie möglich meinen Mantel und meine Mütze anzubehalten, weil es war wirklich kalt und ich hatte keine Lust, dann da in meinen Laufsachen rumzustehen. Ich wollte auch bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr, dachte ich auch noch, ich laufe im T-Shirt, aber ich habe dann doch noch langärmlich und Weste angezogen. War zu warm nachher, aber naja. Ich bin mich dann warm gelaufen und musste doch meinen Mantel und meine Mütze irgendwann abgeben. Ja, insofern, diese Serie hat im November angefangen, gibt es ein Rennen im Dezember, Januar, Februar und März. Und das finde ich richtig cool, wenn man einfach im Training bleibt und auch da über die Wintermonate was macht. Klar, man muss jetzt hier mit dem Eis und Schnee rechnen, aber ich glaube, dass darauf waren irgendwie alle vorbereitet. Ja. Ich war also sehr zufrieden, als ich dann fertig war. Ich habe natürlich mir alle Riegel mitgenommen und werde auch gleich die Sachen testen, weil das fand ich ganz spannend, was es da gab. Die Sachen habe ich auch noch nicht gegessen, probiert. Insofern konnte man zwischen einer und fünf Runden laufen, zwischen 5 und 25 Kilometer also zurücklegen. Die Runden waren nicht ganz 5 Kilometer, ich würde sagen so 4,7 oder sowas. Insofern bin ich heute 2 Runden gelaufen, also nicht ganz 10 Kilometer in 51 Minuten. Und das trotz Eis, also insofern und wenig Training. Also bin ich da sehr, sehr stolz drauf, das ist super. Und es war jetzt auch nicht großartig anstrengend, ehrlich gesagt. Insofern bin ich da ganz froh, dass meine Lauffitness nicht komplett weg ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie es dann im Februar aussehen wird, wenn wir uns dann vielleicht wiedersehen zum nächsten Rennen. Trotzdem war es natürlich anstrengend, wie man an meinem Gesicht auch erkennen kann. Und ich bin da 51 Minuten, 2 Runden, also so ein gutes 5,30er Tempo gelaufen. Also ganz entspannt darum gedödelt. Schöne Strecke. Geht auch am Anfang richtig bergab, also da kann man, glaube ich, richtig, richtig Tempo machen und das können schnelle Runden werden. Also freue ich mich richtig auf Februar. Und ich hatte ja vorhin schon mal erzählt, dass ich jetzt im November und Dezember noch nicht mitmachen konnte, weil ich mein eigenes kleines Fitnessstudio eröffnet habe. Und das liegt in der Neustadt bei der Katharinenkirche. Und ich biete dort Einzeltraining an, mit dem Fokus auf Rückenbeschwerden bzw. allgemeinen Schmerzbilder in dem Rücken, in der Schulter, in den Knien, in der Hüfte, eigentlich überall. Wenn es vor allem auch um Haltungskorrekturen geht, wenn es darum geht, dass man einfach eine bessere Haltung haben möchte, aufrechter durch den Alltag gehen möchte, mit weniger Schmerzen, vielleicht auch in den Sport gehen möchte, wenn man zum Beispiel lange läuft oder auch auf dem Fahrrad sitzt, plus noch den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, dann braucht einfach der Rücken noch ein bisschen Training in die andere Richtung, in die Aufrichtung. Und da komme ich dann ins Spiel und freue mich richtig, dass ich dieses Studio schaffen konnte. Und ich kriege von meinen Kunden ein wirklich tolles Feedback. Und ich merke auch, dass ich einfach meine Arbeit nochmal viel, 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 viel genauer mache als in einem großen öffentlichen Studio, wo ja auch viele Personal Trainer das machen und wo ich das früher auch gemacht habe, was auch super war. Aber ich merke nochmal, dass dieser kleine, abgetrennte Raum einfach nochmal mehr Privatsphäre bietet und einfach ein sicherer Platz ist, auch für Leute, die entweder noch nie im Fitnessstudio waren und da ein bisschen Angst auch vorhaben. Ne? Also gerade bei den Frauen ist es häufig so oder höre ich das häufig raus. Beziehungsweise es wird mir erzählt, dass es einfach, ich traue mich nicht ins Fitnessstudio, ich weiß doch da die Übungen gar nicht und auch alleine, das traue ich mich nicht, da mache ich lieber gar nichts. Okay, ist ja auch nicht die Lösung. Und bei den Männern ist es eben genauso, die müssen häufig eben immer beweisen, dass sie die starken Männer sind. Und es gibt aber einfach Übungen, wo man vielleicht nicht immer wie der stärkste Mensch aussieht, aber die unglaublich viel bringen. Und
da freue ich mich richtig, dass ich in meinem Studio einfach den Leuten wirklich einen sicheren Platz bieten kann, damit sie wirklich effektiv an ihren Beschwerden arbeiten können. Wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, dann kommt gerne mal auf mich zu oder schreibt mir gerne. E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder über meinen Instagram-Kanal oder die Website. Danach seht ihr, war mein Kopf relativ durch. Ich habe mein Handy gesucht. Ich habe mein Handy gesucht, mit dem ich aufgenommen habe, mit dem ich mich gerade gefilmt habe. Das ist mir dann zum Glück sehr schnell klar geworden, aber kurzer Panikmoment war trotzdem da. Insofern habe ich mich dann auf den Weg wieder nach Hause gemacht, bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich bin dann noch in die Sauna gegangen und habe mir noch einen Donut gegönnt.